eine physikalische Gleichung, die die Welt verändert. Jeder kennt den Namen des Wissenschaftlers und seine berühmte Formel. E gleich mc Quadrat. Nur wenige wissen, was sich hinter den Buchstaben und Zahlen verbirgt. Ein Paradox. Der Forscher gilt als das größte Genie des 20. Jahrhunderts. Er ist bekannter als Isaac Newton oder Louis Pasteur. Doch kaum jemand begreift seine entscheidenden Aussagen. Charlie Chaplin bringt es auf den Punkt. Als die Menge den beiden Männern bei einem Treffen im Jahre 1936 zujubelt, erklärt er: Die Leute applaudieren mir, weil sie mich verstehen. Ihnen applaudieren sie, weil sie nicht verstehen. Albert Einstein wird am 14. März 1897 in Ulm geboren. Seine Eltern, Hermann und Pauline Einstein, betreiben in der Nähe des Münsterplatzes ein Elektrogeschäft. Da der Erfolg ausbleibt, zieht die Familie bereits ein Jahr nach der Geburt des Sohnes nach München. Dort eröffnet der Vater, gemeinsam mit seinem Bruder, eine Fabrik für Elektrogeräte. Die Zukunft des Jungen wird sorgfältig geplant. Nach dem Willen der Eltern soll er studieren, Ingenieur werden und später den Betrieb übernehmen. Doch Albert erweist sich als Spätentwickler. Er hat Schwierigkeiten, sprechen zu lernen. 1885 muss der zarte Junge im Alter von 6 Jahren wegen einer Krankheit das Bett hüten. Zu dieser Zeit macht er eine Entdeckung, die sein Leben entscheidend beeinflusst und verändert. Hermann Einstein will seinem Sohn helfen, die langen Stunden der Genesung zu verkürzen. Der Vater schenkt dem Jungen einen Kompass. Das Gerät zieht Albert sogleich in Bann. Die Nadel weist auf geheimnisvolle Weise stets nach Norden. Jahre später wird sich der Nobelpreisträger an das Erlebnis als eine Sternstunde seiner Kindheit erinnern. Im All musste eine Kraft existieren, die feste Körper anzieht und sie in Drehung versetzen kann. Die Vision wird zum inneren Kompass im Leben des Forschers, auf der Suche nach den verborgenen Gesetzen hinter den Erscheinungen der Natur, wie das Licht von Sonne und Sternen. Möglich, dass er, Albert Einstein, geboren war, ihre Rätsel zu lösen. Physiker des 19. Jahrhunderts hatten eindrucksvoll nachgewiesen, Licht breitet sich in Wellen aus, wie Störungen auf einer Wasseroberfläche. Ebenso wie Ton überwindet Licht räumliche Entfernungen in gleichmäßig wiederkehrenden Schwingungen. Beide Signale werden in Anwesenheit von Luft übertragen. Wird die Luft entzogen, zum Beispiel in einem künstlich erzeugten Vakuum, sind Töne nicht länger zu hören. Licht hingegen ist auch im Vakuum sichtbar. Folglich können Schallwellen im Unterschied zum Licht luftleere Räume nicht durchdringen. Ein Rätsel der Natur. Es wirft die Frage auf, wie überwindet das Licht die luftleeren Weiten des Universums? Zur Erklärung führen die Physiker des 19. Jahrhunderts das Gedankenbild des Äthers ein. Ein nicht-materielles Etwas, das das Weltall erfüllt und Licht durch den Raum trägt. Äther, so die Annahme, ist das Medium, mit dem das Licht reist, genauso wie Wasser Wellen trägt, die sich auf seiner Oberfläche ausbreiten. Auch die Erde bewegt sich im Äther wie ein Schiff auf dem Ozean. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert stimmen die meisten Wissenschaftler diesem Erklärungsmodell zu. 1887 führen zwei Amerikaner, Albert Michelson und Edward Morley, ein Experiment durch, um die Geschwindigkeit zu messen, mit der das Licht sich im All ausbreitet. Der Versuch beruht auf dem Gesetz der Überlagerung von Geschwindigkeiten und ist leicht nachzuvollziehen. Ein Eisenbahnzug fährt mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde durchs Land. In einem der Wagen rollt ein Ball 10 Kilometer in der Stunde schnell in Fahrtrichtung. Die reale Geschwindigkeit des Balls beträgt 110 Stundenkilometer. Rollt der Ball mit gleichem Tempo in die entgegengesetzte Richtung, erreicht er, bezogen auf den Erdboden, 90 Kilometer in der Stunde. Albert Michelson und Edward Morley übertragen die Versuchsanordnung in eine neue Dimension.
Ein von der Erde ausgesandter Lichtstrahl müsste demnach unterschiedlich schnell sein, je nachdem, in welche Richtung er sich bewegt. Mit der Erdbewegung sollte seine Geschwindigkeit höher, in Gegenrichtung geringer sein als die Geschwindigkeit der Erde im Äther. Für ihre Messung benutzen die beiden Forscher ein Interferometer. Albert Michelson hatte das Gerät eigens für das Experiment entwickelt. Die Wissenschaftler erleben eine Überraschung. Die Lichtgeschwindigkeit erweist sich in alle Richtungen als gleich. 300.000 Kilometer in der Stunde. Für das Licht scheint das Überlagerungsgesetz nicht zu gelten. Die Physiker stehen erneut vor einem Rätsel. Mit 15 Jahren war Albert Einstein ein ungewöhnlicher Teenager. Er besuchte ein Münchner Gymnasium, an dem, wie in allen Schulen des kaiserlichen Deutschland, militärische Zucht und Ordnung herrschten. Albert hatte damit Schwierigkeiten. Er war sehr begabt in Mathematik und Physik und stellte Fragen, die den Horizont seiner Mitschüler und Lehrer überstiegen. Doch in Fächern, die ihn nicht interessierten, etwa den klassischen Sprachen, war er ein sehr mäßiger Schüler. Ein Tadel im Griechischunterricht bringt das Fass zum Überlaufen. Einstein, Sie werden nie etwas begreifen. Der Junge beschließt, die Schule zu verlassen und folgt seinen Eltern nach Mailand, wohin deren Betrieb inzwischen verlagert wurde. Ende des 19. Jahrhunderts widerlegt das Licht erneut die Theorien der berühmtesten Physiker. Die Probleme treten an der Schnittstelle von zwei unterschiedlichen Bereichen in Erscheinung. Da, wo es einerseits um Masse und andererseits um Strahlungen geht, die feste Körper unter Hitzeeinwirkung abgeben. Wird Metall erhitzt, erscheint folgendes Phänomen. Es gibt Wärmeenergie und Licht. Doch für bloße Augen ist das Licht unsichtbar. Wir nennen es Infrarotlicht. Bei fortschreitender Erhitzung wird das rote Licht mehr und mehr sichtbar. Tiefrot beginnend wird die Strahlung heller und heller, bis die Farbe in Gelb übergeht, das für unsere Augen sichtbare Spektrum wieder verlässt und in den Bereich ultravioletter Strahlung wechselt. Die Physiker waren damals nicht einmal in der Lage, eine Gleichung zu formulieren, die den Farbwechsel des Lichts beschreibt, der zu der fortschreitenden Erwärmung von Masse parallel verläuft. Es scheint unmöglich, die Veränderung des Lichts in einer mathematischen Formel zu erfassen. Physiker nennen es das Rätsel schwarzer Körper. Wer ist in der Lage, dieses Geheimnis zu lüften? Albert Einstein hat zu dieser Zeit andere Sorgen. Froh, dem Schulzwang entkommen zu sein, genießt er das Leben in der ländlichen Umgebung seiner neuen Heimat. Den Eltern teilt er mit, er wolle die Ausbildung in München abbrechen, um sich ganz auf eine Karriere als Hochschulprofessor zu konzentrieren. Hermann und Pauline Einstein reagieren entsetzt. Ihre wirtschaftliche Situation ist angespannt. Hermanns Fabrik steht kurz vor dem Ende. Alle Hoffnung ruht auf Albert, der den Betrieb als studierter Ingenieur übernehmen und zum Erfolg führen soll. Doch der Sohn beschließt, die deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben, um dem Militärdienst zu entgehen. Sein Interesse gilt anderen Problemen. Er vergräbt sich in Studien aktueller Probleme der Physik und beginnt, nach Antworten für bislang ungelöste Rätsel zu suchen. An der Polytechnischen Hochschule in Zürich kann er auch ohne Schulabschluss das Studium beginnen. Damit öffnet sich für ihn die Tür zur Welt der Wissenschaft und der großen Physiker seiner Zeit. Eben hat Lord Kelvin, Erfinder der Gradeinteilung, vor Fachkollegen verkündet: Die physikalische Forschung ist in ihren Fundamenten gefestigt. Es gibt eine Reihe dunkler Wolken, wie die misslungenen Experimente Michelsons und Morleys und das Rätsel der dunklen Materie. Doch diese Fragen werden in Kürze gelöst. Was der Lord nicht weiß: Schon bald werden die von ihm benannten dunklen Wolken das sicher scheinende Gebäude der Forscher auf den Kopf stellen. Albert Einstein wechselt die Nationalität und beginnt am Polytechnikum in Zürich zu studieren. Nur 6 Studenten des Jahrgangs 1896 streben eine Professorenlaufbahn an. 5 Männer und eine Frau.
Mileva Maric stammt aus Serbien und gilt als hochbegabt. Sie war außerordentlich intelligent und ein kluger Kopf. Doch körperlich hatte sie Probleme. Sie hinkte infolge eines Hüftleidens, das sie sich im Kindesalter zugezogen hatte. Die Eltern von Albert Einstein missbilligten die Beziehung. Vor allem, weil sie eine Intellektuelle war. Sie wünschten sich eine fügsamere, häuslichere Schwiegertochter, nicht eine Powerfrau. Albert jedoch blühte auf in dieser Beziehung, die ihm erlaubte, seine geliebte Wissenschaft der Physik zu diskutieren. Sie schrieben sich innige Briefe und waren sehr verliebt. Die beiden jungen Wissenschaftler vertiefen sich mit Begeisterung in die Werke bedeutender Physiker. Sie verschlingen die neueste Fachliteratur und studieren ihre Experimente. Einsteins Interesse galt der Spitzenforschung. Er wollte das Wissen um die Zusammenhänge der Welt voranbringen. Er spürte, dass die Lehre hinter den brennenden Problemen der Forschung zurückblieb und suchte nach Antworten. Das brachte ihn dazu, sich auf dem Gebiet des Elektromagnetismus zu spezialisieren, das ein besonderes Interessengebiet wurde. Der junge Forscher greift ein zentrales Thema auf. Er will die Existenz des Äthers nachweisen, durch den Erde und Licht mit so offensichtlicher Leichtigkeit reisen konnten. Alle Versuche in dieser Richtung waren bisher stets erfolglos geblieben. Zur Durchführung seiner Experimente benutzt der Student die Geräte aus dem Labor der Hochschule. Sein Professor Heinrich Weber setzt dem Ehrgeiz des Schülers ein Ende. Er kritisiert Einstein: Sie mögen ein sehr gescheiter Junge sein, aber Sie haben einen großen Fehler. Sie lassen sich nicht sagen. Doch der Nachwuchsforscher lässt sich nicht von seinem Ziel abbringen. Er lebt längst auf einem anderen Stern. Auf dem Gebiet der Physik ist er seinen Lehrern weit überlegen. Und die Verbindung mit Mileva erweist sich für ihn als Geschenk des Himmels. Am 14. Dezember 1900 gelingt es dem großen Max Planck, das Rätsel der schwarzen Materie zu lösen. Ein triumphaler Durchbruch. Die Gleichung des Wissenschaftlers geht auf. Sie bestimmt das Licht, das ein fester Körper ausstrahlt, als Funktion seiner Temperatur. Doch Max Planck ist keineswegs erfreut. Er sieht seine Gleichung eher als einen Akt der Verzweiflung. Das Ergebnis widerspricht der bisher angenommenen Natur des Lichts. Er steht kurz vor der Feststellung, dass Licht keinen Wellencharakter besitzt. Max Planck scheut davor zurück, diese entscheidende Aussage zu treffen. Er vermutet, sein Ergebnis sei das Resultat einer mathematischen Ungenauigkeit. Das Jahr 1901 wird zum schwersten im Leben des jungen Albert Einstein. Trotz hervorragenden Examens findet er, anders als seine Studienfreunde, keine Anstellung. Er lässt seine Freundin Mileva in Zürich zurück und fährt zu seiner Familie nach Mailand. Albert will die Eltern über seine geplante Heirat mit der Geliebten informieren. Das Berufsziel, eine Hochschulprofessur, scheint für ihn vorerst unerreichbar. Wie erwartet, stößt die Neuigkeit bei Pauline Einstein auf wenig Gegenliebe. Sie missbilligt die Pläne ihres Sohnes und ist vor allem der Meinung, dass Mileva nicht die richtige Frau für ihren Jungen ist. Albert Einstein gibt nach und zieht seinen Hochzeitsplan zurück. Mileva fiel durch die Abschlussprüfung. Sie war schwanger und ging zu ihrer Familie nach Serbien, um dort ihr Kind zu bekommen, fern von Albert Einstein. Das Baby war ein Mädchen. Es wurde Liesel genannt. Wir wissen wenig über sein Schicksal, nicht einmal, ob es überlebte oder zur Adoption freigegeben wurde. Trotz allem, Albert Einstein schreibt seine erste wissenschaftliche Arbeit über Folgerungen aus den Kapillaritätserscheinungen. Zu seiner großen Freude wird der Artikel in den Annalen der Physik veröffentlicht. Kapillarität zeigt sich, wenn ein offenes Röhrchen in Flüssigkeit getaucht wird. Sofort steigt die Flüssigkeit in dem Röhrchen hoch. Die Oberfläche bildet eine nach unten gekrümmte Kurve, den Meniskus. In der Natur lassen Kapillarkräfte den Saft in Pflanzen aufsteigen. Doch leider hilft die Anerkennung dem jungen Wissenschaftler nicht bei der Suche nach einer Anstellung. Albert Einstein lebt weiterhin bei seinen Eltern.
1902 bewirbt er sich erfolgreich auf eine Stellenanzeige des Patentamtes in Bern. Als Beamter und technischer Experte dritter Klasse tritt er in den Dienst des, wie es damals hieß, Amtes für geistiges Eigentum. Mit 3.500 Franken Gehalt finanziell abgesichert, bleibt ihm bei strenger Einteilung genügend Zeit, seine geliebte Forschung weiterzuführen. Für Einsteins Entwicklung waren die 7 Jahre im Amt für geistiges Eigentum eine wunderbare Zeit. Mit seinem Direktor und den Kollegen kam er gut zurecht und seine Kenntnisse des Elektromagnetismus waren gerne gesehen. In dieser Zeit präzisierte er alle Fragen, die ihn seit seinen Kindertagen beschäftigt hatten, und überdachte sie neu. Das führte letztlich zu der Revolution des Denkens, die er 1905 auslöste. Er selbst bezeichnete später die Zeit am Patentamt als einen Glücksfall für sein Leben. Ende 1902 stirbt der Vater. Albert wird zum Oberhaupt der Einstein-Familie. Er bezieht eine Wohnung im Obergeschoss und holt Mileva zu sich nach Bern. Im gleichen Jahr überprüft Philipp von Lennart den photoelektrischen Effekt. Heinrich Hertz hatte 1887 die Umwandlung von Licht in Elektrizität nachgewiesen. Ein Vorgang, der auch in Photozellen Verwendung findet. Der von Heinrich Hertz entdeckte photoelektrische Effekt arbeitet nach folgendem Prinzip. Wird einer Metallfläche Licht ausgesetzt, kann sie Elektronen ausstrahlen und elektrischen Strom erzeugen. Die Bezeichnung Elektron war seinerzeit noch nicht bekannt. Doch Hertz stellte fest, dass Strom produziert wurde, wenn er Metall Licht von ausreichender Stärke aussetzte. Philipp von Lennart erweiterte unser Verständnis für diesen Prozess entscheidend. Er entdeckte, dass bei rotem Licht der Effekt nicht entsteht. Ça ne marche pas du tout. Avec de la lumière bleue, l'effet photoélectrique. Mit blauem Licht hingegen arbeitete er gut und war in der Lage, Strom zu erzeugen. Das war ein Widerspruch, denn nach der Wellentheorie sollte es keinen Unterschied im Verhalten von rotem und blauem Licht geben. Doch warum auch immer, ganz gleich welcher Sorte roten Lichts das Metall ausgesetzt wurde, selbst dem einer Infrarotlampe, viel stärker als das blaue Licht, kein elektrischer Strom wurde produziert. Das war der Widerspruch. Anfang des 20. Jahrhunderts erweisen sich immer mehr der bisherigen Aussagen über das Licht als zweifelhaft. Die Wellentheorie gerät ins Wanken. Die Notwendigkeit, eine neue Definition des Lichtes zu wagen, wird überdeutlich. Doch wer ist bereit, alle alten Fragen neu aufzuwerfen? Niemand. Albert Einstein erkennt seine Chance. 1903 kann er es sich endlich leisten, die geliebte Mileva zu heiraten. Das Paar bezieht eine Wohnung in der Kramgasse 49. Nun besitzt Albert Einstein, der bisher immer selber Gast war, ein eigenes Heim. Er blüht auf. Die Wohnung wird rasch zum Mittelpunkt eines ehrgeizigen Freundeskreises. Dem Hausherrn am nächsten steht der Studienkollege Marcel Grossmann. Er ist ein guter Mathematiker. Für Albert Einstein ein Segen, denn auf diesem Gebiet hat er einiges nachzuholen. Oft arbeiten sie bis spät in die Nacht hinein. Regelmäßig gesellt sich Maurice Solovin hinzu, ein Philosoph aus Rumänien. Ihre Diskussionen schärfen Albert Einsteins Argumente. Vierter im Bunde ist der italienische Ingenieur Michel Besso, der 5 Jahre vor Einstein das Studium am Polytechnikum mit herausragenden Noten abschloss. In endlosen Gesprächen beleuchten sie die aktuelle Entwicklung der Physik von allen Seiten. Für Mileva steht die Wissenschaft nicht mehr an erster Stelle. Sie ist eine gute Gastgeberin und sie ist erneut schwanger. Haushalt und die bevorstehende Geburt des 2. Kindes nehmen sie sehr in Anspruch. Der angehende Mathematikprofessor Konrad Habicht vervollständigt den Kreis. Er hat in München studiert und bereitet sich in Bern auf die Universitätskarriere vor. Die Freunde bieten dem Hausherrn ein einzigartiges und ebenbürtiges Forum für die Erprobung seiner Gedanken und Theorien.
Gewöhnlich disputieren die jungen Forscher im Wohnzimmer. Der Gastgeber trägt dabei stets seine berühmten Pantoffel. Unter dem Namen Akademie Olympia gründen sie einen Denkerclub, von dem Albert Einstein später sagt, er sei viel weniger kindisch gewesen als jene respektablen Akademien, die er später von nahem kennengelernt habe. Sie diskutierten miteinander. Sie tranken und amüsierten sich. Alles war sehr locker, nicht wie in einer wirklichen Akademie. In Wahrheit war es auch keine Akademie. Sie machten sich über das Universitätswesen lustig und versuchten, etwas Erfreulicheres auf die Beine zu stellen, als es die Hochschule bieten konnte. Auf der Akademie Olympia lasen Einstein und seine Freunde die Werke großer Physiker und Philosophen. Das Lesen, sagte er, helfe ihnen, Antworten und Lösungen zu finden. Besonders studierten sie die Werke von Ernst Mach. Der Physiker, Mathematiker und Philosoph stellte den absoluten Charakter des Alls in Frage, die Grundlage der newtonischen Mechanik. De l'espace qu'utilise Newton dans sa mécanique. Machs Schriften und die anderer Autoren brachten Albert Einstein dazu, zu hinterfragen, was die Physiker seiner Zeit als wahr und gegeben betrachteten. Ce que les physiciens de l'époque considéraient comme absolu. Das Jahr 1904 bringt die entscheidende Wende für den Forscher. Sein Sohn Hans Albert wird geboren. Oft sieht man den jungen Vater beim Spaziergang mit dem Kinderwagen. Von seinem Gehalt als Beamter ist ein Kindermädchen unbezahlbar. Er nutzt dennoch die Zeit für sein Studium, hält an, um Notizen zu machen und an seinen Gleichungen zu feilen. Noch im gleichen Jahr plant er die Verteidigung seiner Doktorarbeit an der Universität Zürich. Der junge Vater arbeitet wie besessen. Ein weiterer Glücksfall für Albert Einstein, sein Freund, der Mathematiker Michel Besseau, findet ebenfalls Anstellung am Patentamt. Michel Besseau war für Einstein sehr wichtig. Er bezeichnete ihn als Europas bedeutendsten geistigen Katalysator. Mit anderen Worten, Einstein nutzte Besseau in der gleichen Weise wie ein Tennisspieler die Trainingswand, um zu spielen. Einstein testete seine Ideen und Hypothesen, die ihn gerade interessierten, im Gespräch mit ihm. Besseau war der Einzige, dem Einstein in einem seiner Artikel des Jahres 1905 dankte, und zwar im wichtigsten, dem über die Relativität. 1905. Die Revolution ist nicht mehr aufzuhalten. Zu Beginn des Jahres holt sich Albert Einstein in Zürich den Doktorhut. Die Arbeit trägt den Titel »Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen«. Eigentlich will er die Natur des Lichts definieren. Auf dem Weg zu diesem Ziel löst er ein großes Rätsel der Physik. Das der Brownschen Bewegung, ein Phänomen, das Robert Brown 1827 beschrieb. Ein Tropfen Tinte fällt in eine Flüssigkeit. Nach und nach verdünnt sich die Tinte durch ständige Bewegung bestimmter Partikel. 80 Jahre lang konnte kein Physiker das Rätsel der Brownschen Bewegung lösen. Albert Einstein interessierte nicht das Problem selbst. Doch als er 1901 begann, über Kapillarität zu arbeiten, war eine seiner Thesen die Existenz von Molekülen. In einem Glas Wasser würden sich Moleküle wie Billardkugeln verhalten, die in allen Richtungen miteinander kollidieren. Einstein wollte das Modell, das für Gase bereits existierte, auf Flüssigkeiten übertragen. Man stelle sich eine winzige Menge Blütenstaub in einem Wasserglas vor. Die Wassermoleküle kollidieren hier und dort mit den winzigen Pollen, die mal hierhin, mal dorthin gestoßen werden. Dieses Zickzack ist die Brownsche Molekularbewegung. Einsteins Berechnungen ermöglichten, die Bewegung zu beschreiben. Dadurch konnte er auch die Größe der Moleküle berechnen. Es war ein bedeutender Schritt für die Physik. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit war es möglich zu sagen, es existieren Moleküle. Wir können ihre Größe bestimmen. Im Frühjahr 1905 entwickelt Albert Einstein seine These zur Bestimmung von Moleküldimensionen weiter. Er arbeitet an einem Artikel für die Annalen der Physik. Diesmal zielt er auf das Herz des physikalischen Weltbilds, die Beschreibung des Lichts.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die meisten Physiker überzeugt, dass Licht Wellencharakter besitzt. Das beruht auf der Tatsache, dass Licht Interferenz erzeugen kann. So wie Wellen auf einem Teich sich zu größeren Wellen überlagern können oder sich gegenseitig aufheben. Licht schien sich ebenso zu verhalten. Albert Einstein gibt seinem Aufsatz den Titel Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. Einfacher ausgedrückt, über die Erzeugung und Verwandlung des Lichts. Einstein machte endgültig Schluss mit der Wellentheorie des Lichts. Er stellte eine neue Theorie zur Debatte, die er heuristisch, wegweisend nannte. Er betrachtete Licht als etwas, das sich aus grundlegenden Teilchen zusammensetzt. Zu seiner Zeit nannte man sie Quanten, heute bezeichnen wir sie als Photonen. Einstein zufolge ließ sich seine Theorie durch den photoelektrischen Effekt beweisen. Albert Einstein erklärt den photoelektrischen Effekt folgendermaßen. Die Lichtteilchen in blauem Licht besitzen genügend Energie, um dem Metall Atome zu entreißen. Das hat zur Folge, dass Strom produziert wird, dass Elektronen ausgestoßen werden. Lichtteilchen, die sehr niedrige Energie besitzen, also rotem Licht entsprechen, verfügen nicht über genügend Energie, um dem Metall Atome zu entreißen. Es werden keine Elektronen abgegeben. Einstein war nicht zimperlich. Er kam direkt zur Sache und forderte, um den photoelektrischen Effekt zu verstehen, müssen wir unsere Auffassung von Licht aufgeben. Ich weiß, was ich tue, ist empörend, doch ich sehe keinen anderen Weg. Der Ausnahmeforscher begnügt sich nicht damit, die Welt der Physik auf den Kopf zu stellen. Er geht einen Schritt weiter und reibt sogar Salz in die Wunden prominenter Standeskollegen. Einstein zufolge zog Max Planck die physikalische Realität nicht ins Kalkül, als er seine Gleichung formulierte. Die wahre Natur des Lichts lag auf der Hand, nur Max Planck zauderte, er wagte den entscheidenden Schritt nicht. Max Planck war verantwortlicher Herausgeber der Annalen der Physik. Angesichts so ungeheuerlicher Aussagen hätte er Änderungen des Artikels verlangen oder die Veröffentlichung unterbinden können. Planck reagierte sehr nobel. Er erkannte sofort die herausragende Bedeutung der Arbeit, auch wenn sie ihm sein eigenes Zögern ins Gedächtnis rief. Max Planck nahm Einsteins Artikel an, obwohl der Autor unbekannt war, keine akademische Position besaß und keiner Akademie angehörte. Wir würden heute sagen, er war ein absoluter Außenseiter. Doch Planck begriff, dass Einsteins Argumente diskussionswürdig waren. Also nahm er die Arbeit zur Veröffentlichung an. Der Herausgeber der Annalen zeigt menschliche Größe und wissenschaftlichen Mut. Er unterstützt durch seine Fachautorität eine Theorie, die bislang lediglich als unbewiesene Hypothese gilt. Eine Geste, die die lebenslange Freundschaft zwischen Albert Einstein und Max Planck begründet. Zwei grundlegende Entdeckungen in einem Jahr. Das legt die Frage nahe, wie funktioniert Albert Einsteins Denken? Claude Cohn-Tanucci, Nobelpreisträger für Physik von 1997, kennt die Antwort. Der Begriff Genie ist keineswegs Übertreibung. Er besaß hohe geistige Kapazität und eine außergewöhnliche Fähigkeit, abstrakt und verständnisorientiert zu denken. Wenn er eine Theorie oder ein Erklärungsmuster entwarf, nutzte er das, was wir Gedankenexperimente nennen. Das bedeutet Experimente außerhalb der technischen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen. Ein Beispiel. Zu Einsteins Zeiten war es nicht möglich, einzelne Atome oder Elektronen zu beobachten. Doch es bestand die Möglichkeit, sich ein solches Experiment vorzustellen und es dann zu analysieren, entsprechend den Regeln seiner Zeit. Solche Gedankenexperimente erlauben, theoretische Erklärungsmodelle auf Stichhaltigkeit zu prüfen. Er versuchte zu erkennen, ob seine Ideen zu Widersprüchen führten. Wenn ja, konnte er sie zurückziehen. Einstein nutzte Gedankenexperimente, um die Gültigkeit einer Theorie zu testen. So entwickelte er buchstäblich seine geistige Herangehensweise und zeigte gleichzeitig, wie wirkungsvoll sie war.
cette démarche intellectuelle. Il en a montré toute la puissance et toute la fécondité. Im Mai 1905 schreibt Albert Einstein einen Brief an seinen Freund Konrad Habicht. Er beginnt wie folgt. Was treibst du, eingefrorener Walfisch, du geräuchertes, getrocknetes und in Dosen verpacktes Stück Seele oder was immer du bist? Warum hast du mir keine Kopie deiner Doktorarbeit geschickt? Ich verspreche dir 4 meiner Arbeiten im Tausch dagegen. Die erste handelt von der Natur des Lichts. Sie ist revolutionär. Die zweite erklärt die Brownsche Bewegung. Bei der dritten geht es um die Größe und Existenz von Atomen. Die vierte Arbeit liegt im Konzept vor und ist eine Elektrodynamik bewegter Körper unter Benutzung einer Modifikation der Lehre von Raum und Zeit. Albert Einstein besaß viel Sinn für Humor, besonders im Kreise seiner Olympia-Akademie-Freunde. Er kündigt an, dass er einige revolutionäre Artikel in Arbeit hat. Er selbst nannte sie so und spürte, dass sich wichtige Ereignisse anbahnten. Er schrieb an einer neuen Theorie über Raum und Zeit. Die Veröffentlichung der neuen Theorie erfolgt im Juni 1905. Es ist die wichtigste der 4 Arbeiten des Jahres und wird allgemein als spezielle Relativitätstheorie bezeichnet. Kritiker behaupten, dass die Idee eigentlich dem französischen Mathematiker Henri Poincaré zuzuschreiben ist. Poincaré führt 1902 unter dem Titel Wissenschaft und Hypothese aus, die Idee der Simultanität sei einleuchtend, wenn sie sich auf Ereignisse am gleichen Ort beziehe, was einen Fall von Gleichzeitigkeit bedeutet. Anders finden die Ereignisse an verschiedenen Orten im All, in Distanz zueinander statt, kann Simultanität nicht als gegeben angenommen werden. Einstein und seine olympischen Kollegen studierten die Arbeit genau. So ist es durchaus möglich, dass sie zu den Texten gehört, die Einstein auf die richtige Fährte brachten, die zum Juni-Artikel des Jahres 1905 führte. Poincarés Aufsatz beschreibt in mathematischer Sprache die Entdeckung von Strukturen, die auch heute eine wichtige Rolle in der Relativitätstheorie spielen. Doch man muss betonen, dass Poincaré die Sache vom Standpunkt des Mathematikers aussah, nicht von dem eines Physikers. Poincaré stellte nie die Frage nach dem, was für Einstein die zentrale Problematik war, das Konzept von Zeit. Poincaré hatte 1905 alle Gleichungen zur Relativität in Händen. Der Unterschied war, Einstein verkündete das Ende des Äthers, des Mediums, das angeblich in Schwingung geriet, wenn das Licht hindurchging. Er begriff, dass sich die elektromagnetischen Wellen des Lichts in einem Vakuum ausbreiten. Albert Einstein war also der Einzige, der verstand, die spezielle Relativität ist eine neue Theorie von Zeit und Raum. Einstein ist verantwortlich für das Verschwinden des Äthers aus der Physik und ebenso für eine völlig neue Beurteilung des Experiments von Michelson und Morley. Sie hatten an einen Fehler geglaubt, weil ihr Experiment nicht das erwartete Ergebnis brachte. Einstein zeigte, der Versuch beweist grundlegende Annahmen seiner neuen Physik, das Prinzip der Relativität und die Forderung, dass die Lichtgeschwindigkeit eine feststehende Größe ist. Einstein beweist, die Lichtgeschwindigkeit ist eine Konstante. Sie beträgt immer und in alle Richtungen 300.000 Kilometer in der Sekunde, ungeachtet der Geschwindigkeit des Betrachters. Daraus folgt, Licht gehorcht nicht dem Additionsgesetz. Michelson und Morley konnten 1887 keine Differenz beobachten. Das Licht durcheilte beide Richtungsarme des Interferometers mit der gleichen Geschwindigkeit. Die Relativitätstheorie revolutioniert auch den Zeitbegriff. Zeit galt vor Einstein seit Isaac Newton als eine absolute Größe. Sie war wie ein Herz des Universums, das für alle lebenden Wesen im gleichen Rhythmus schlägt. Doch Albert Einstein wies unwiderlegbar nach, dass so viele unterschiedliche Zeiten existieren, wie es Beobachter gibt.
In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erfindet der Physiker Paul Langevin ein Gleichnis, das die Relativität von Zeit verdeutlicht. Das berühmte Zwillingsparadoxon. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zwei Zwillinge. Einer der beiden verreist mit großer Geschwindigkeit ins All. Er reist beinahe mit der Geschwindigkeit des Lichts. Der andere bleibt auf der Erde zurück. Die Zeit vergeht. Es ist eine lange Reise. Eine sehr lange Reise. Eines Tages kehrt der Bruder zurück. Und welch ein Wunder! Er ist nun jünger als sein Zwillingsbruder. Infolge seiner Reise mit sehr hoher Geschwindigkeit verlief die Zeit für den Weltraumreisenden langsamer als für den Zurückgebliebenen. Die relative Sicht auf das, was unter der Bedingung großer Geschwindigkeit geschieht, ist bestürzend, gehört jedoch längst zum täglichen Leben. Als Albert Einstein seine Voraussagen traf, fehlte noch die technische Möglichkeit, den Effekt, der sehr gering ist, zu beweisen. Moderne Technologie lässt ihn sichtbar werden. Ein Beispiel liefert das globale Navigationssystem, kurz GPS genannt. Es erwies sich als notwendig, die Uhrenfrequenz 20.000 Kilometer über der Erde ständig mit der auf dem Boden abzugleichen. Ohne eine solche Korrektur wäre es mit dem System unmöglich, unsere Positionen auf der Erde zu bestimmen. Innerhalb von 1,5 Minuten würde die zulässige Toleranz der Abweichung überschritten. Die vier wichtigsten Artikel Albert Einsteins erscheinen 1905 innerhalb einer Frist von nur 6 Monaten. Im August schreibt er erneut an Konrad Habicht. Dieses Mal verzichtet er auf eine scherzhafte Anrede und empfiehlt ihm seine neueste Arbeit. Im Sommer 1905 schrieb Albert Einstein an Konrad Habicht über eine wichtige Entdeckung. Dabei handelte es sich um das Verhältnis zwischen Triebkraft, Masse und Energie. Als Ergebnis stand seine berühmte Gleichung E gleich mc Quadrat. Die Gleichung war eine direkte Konsequenz seines Juni-Artikels. Sie war eine Folge der Relativitätstheorie. Das Konzept stellt grundlegend fest, wenn ein Körper Energie aufnimmt oder abgibt, verändert das seine Masse. Seit Jahrhunderten, seit Antoine Lavoisier, hatte man Masse als eine unveränderliche Konstante betrachtet. Lavoisier stellte fest, nichts geht verloren, nichts entsteht. Dem setzt Einstein entgegen, das ist nicht so. Wahrscheinlich waren Lavoisiers Berechnungen nicht genau genug. Folglich führt jeder Energieverlust, gleich ob chemische Energie oder Wärme, zu einer Veränderung der Masse. Denn letztlich ist Masse eine große Menge gespeicherter Energie. Im Septemberheft der Annalen von 1905 stellt Albert Einstein die Gleichung E gleich mc Quadrat vor. Doch was bedeutet sie? Energie mit der Maßeinheit Joule ist gleich Masse, ausgedrückt in Gramm, multipliziert mit der Geschwindigkeit des Lichtes im Quadrat. Das klingt einfach. Die Lichtgeschwindigkeit wird in Metern pro Sekunde angegeben. Das bedeutet 300 Millionen Meter mal 300 Millionen pro Sekunde. Ergebnis: eine 9 mit 18 Nullen. Es wird deutlich, dass nach dieser Gleichung eine Masse von geringer Größe gigantische Mengen an Energie erzeugen kann. Doch wie findet man die geeignete Masse? Zu Albert Einsteins Anfangszeiten wusste man es nicht. Der Weg zu Atomreaktoren, in denen Kernspaltung möglich wurde, war noch weit. Das ganze 20. Jahrhundert hindurch entdeckten Physiker immer neue Aspekte der Gleichung E gleich mc Quadrat. Manche Forscher verwandeln Masse in Energie, so wie die, die in den Reaktoren der Kernkraftindustrie Uran-235 spalten. Das Uran wird in 2 leichtere Atomkerne gespalten, in einem Prozess, der zum Verlust von Masse führt. Das Endprodukt wiegt weniger als das Ausgangsmaterial. Der Verlust an Masse ist die Energie, die wir Kernenergie nennen. Das entgegengesetzte Phänomen ist auch möglich und sogar noch faszinierender. Man beginnt mit einer Anordnung, die nur aus Lichtstrahlen besteht. 2 Lichtstrahlen, die bei hoher Temperatur aufeinandertreffen, können Masse erzeugen. Materie, Elektronen, Positronen, sogar Protonen und Antiprotonen. All das geschieht Tag für Tag, zum Beispiel in den großen Forschungsanlagen zur Teilchenbeschleunigung. Die Energie für alles Leben auf der Erde stammt von der Sonne.
Im Inneren des großen Himmelskraftwerks betragen die Temperaturen ständig nahezu 14 Millionen Grad Celsius. Aufeinander prallende Wasserstoffatome wandeln sich um in Heliumkerne. Die Sonne ist der überzeugendste Beweis für Albert Einsteins Erkenntnis, Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Tatsache ist, dass die Sonne ständig große Mengen Energie in Form von Licht ausstrahlt. Sie macht das seit 5 Milliarden Jahren und wird es noch weitere 5 Milliarden Jahre fortführen. Alles auf Basis der Gleichung E gleich mc². Die gesamte Energie des Sonnenlichts entsteht durch den Verlust von Masse in ihrem Zentrum. So gesehen ist die Tatsache, dass die Sonne scheint, ein täglicher Beweis für die Richtigkeit von Einsteins Formel E gleich mc². Wer glaubt, dass Albert Einstein aufgrund seiner bahnbrechenden Erkenntnisse Lob und Anerkennung zuteil wurde, der irrt. Die Fachwelt reagiert bestürzt auf den Außenseiter. Nur Max Planck steht auf Einsteins Seite. 4 Jahre vergehen, bis seine Physikerkollegen die Tragweite der Entdeckung begreifen. Albert Einstein arbeitet weiter am Patentamt in Bern. Sein Chef, Friedrich Haller, hat kein Interesse an Photonen, Brownscher Bewegung oder Relativität. Ihn kümmert nur Tüchtigkeit im Amt. Und dafür befördert er den Forscher zum Experten zweiter Klasse mit entsprechender Gehaltserhöhung. Der Ruhm kommt erst 1909. Als die Universität Genf ihren 350. Gründungstag begeht und Albert Einstein zu der Feierlichkeit einlädt. Endlich die Gelegenheit zum Schulterschluss mit der Spitze seiner Fachkollegen. Im gleichen Jahr beruft die Universität Zürich ihn auf einen Lehrstuhl für Physik. Albert Einstein bleibt bis zu seinem Tod am 18. April 1955 ein eigenwilliger Mensch und origineller Querdenker.